Herzlich willkommen zum letzten Vortrag im Hörsaal der Anatomie auf der Vosges 2020 in Freiburg. Das Clustern ist ja groß in Mode und das kann man natürlich auch mit Datenbanken machen. Da gibt es aber doch das eine oder andere zu beachten. Wie man einen Postgres-Cluster realisiert mit Kubernetes, erklärt uns jetzt Felix Kunde. Postgres, wie geht's? So, ich schaue noch mal ganz kurz in den Livestream. Könnte ich sogar sehen, wie viele von euch da überhaupt sitzen. Bevor ich hier die obligatorische Frage stelle, wer kennt denn schon alles Kubernetes? Aber herzlich willkommen auch von mir. Ich habe gesehen im Livestream, einige Vorträge habe ich mir schon angesehen. Es gab schon einiges zum Thema auch Kubernetes. Bisher wurde es gar nicht so großartig, glaube ich, erklärt. Deswegen weiß ich jetzt nicht genau, wie tief ich da eigentlich drauf eingehen soll. Ich sehe auch gerade, es ist ein bisschen Versatz zu dem Livestream. Also macht es, glaube ich, keinen Sinn, auf Handzeichen auf dem Video zu warten. Also kurz zu mir. Ich bin eigentlich Geoinformatiker. Von Haus aus seit jetzt aber über einem Jahr schon Database Engineer bei Zalando. Und der ein oder andere fragt sich jetzt vielleicht, was macht Zalando denn eigentlich mit Geodaten? Und die Antwort ist eigentlich recht knapp. Wenig. Ich glaube, wir haben nur zwei Teams, die was mit Postgres machen, aber wir machen jede Menge mit PostgreSQL. Also schon seit der Anfangszeit, vor über 10 Jahren, haben wir eigentlich ziemlich schnell sind wir auf PostgreSQL umgestiegen und es hat sich eigentlich in der ganzen Zeit als sehr stabil und sehr robust erwiesen. Also wir haben, weiß nicht, wie viele Datenbanken wir insgesamt laufen haben, aber seither eigentlich bisher keinen Datenverlust gehabt. Im Produktivbetrieb kann man auch einfach Tabellen ändern und Major-Version-Upgrades machen, ohne große Kopfschmerzen zu bekommen. Das ist eigentlich schon alles ziemlich nett. Und was wir ebenso sind, ist ein Early Adopter von Kubernetes. Das kam ja 2014 raus und seit 2016 nutzen wir das schon. Seit 2018 ungefähr so schon im Produktiveinsatz. Also wir haben ein eigenes Team, was Kubernetes auf on top of AWS nutzt. Also wir nutzen nicht das AWS-Angebot von Kubernetes. Und in der gleichen Zeit läuft jetzt eigentlich auch schon Postgres auf Kubernetes bei uns. Und wir haben so circa 1400 Postgres-Cluster, also wirklich getrennte Postgres-Datenbank-Cluster auf Kubernetes laufen. Und weil es einfach schon ein langes Standing gab im Unternehmen von dem Postgres-Team, haben wir auch ein eigenes Kubernetes-Produkt gebaut für Postgres. Das heißt, ich muss kurz was trinken. Also normalerweise, wir nutzen auch andere Datenbanksysteme natürlich, also je nachdem, was am geeignetsten ist für den bestimmten Use Case. Aber normalerweise läuft es so, dass wenn man ein Managed-Datenbankprodukt nehmen will, dann sollte man eigentlich das von AWS nehmen. Aber in unserem Fall bei Postgres kann man halt eben das unser Database-Service-Produkt nehmen. Und das zeige ich euch eigentlich in diesem Vortrag mal kurz. So, um kurz Kubernetes zu erklären, glaube ich, die meisten, ich mache es mal über Docker, also ich glaube, die meisten kennen mittlerweile das ganze Docker-Prinzip, statt mir PostgreSQL und dann Postgres zu installieren, alles zu konfigurieren, Backups einzurichten und so weiter, wäre es doch schön, wenn man einfach einen Container nehmen könnte, weil das alles schon vorkonfiguriert ist, den man einfach starten kann und dann läuft das Ganze mit vielleicht noch kleinen Konfigurationen. Und das ist eigentlich also der Grundgedanke von Docker und weil es auch so beliebt geworden ist. So, der ein oder andere, der Docker nutzt, wird vielleicht mitbekommen haben, dass Docker im letzten Jahr oder die Firma hinter Docker im letzten Jahr aufgekauft worden ist. Da war so ein bisschen jetzt unklar, wie es jetzt eigentlich mit der Technologie weitergeht. Das ist ja nicht nur Docker an sich, sondern auch was ist so Orchestrierungslösungen wie Docker Swarm und so weiter. Mittlerweile hat die Firma sich auch ein bisschen dazu bekannt und gesagt, wir machen da weiter. Also Mirantis hat das gekauft. Falls es dem einen oder anderen was sagt, ich habe davon noch nie gehört, ist eigentlich auch eher ein Cloud-Anbieter mit auch Fokus auf Kubernetes. Aber die wollen es auf jeden Fall auch weiterentwickeln. Aber ist trotzdem ein bisschen die Frage, was wird da in Zukunft noch kommen und
sollte man nicht vielleicht sich schon auf andere Orchestrierungslösungen umswitchen, wie jetzt OpenShift oder eben auch Kubernetes. Und eigentlich ist das so die Kurzerklärung. Kubernetes ist eigentlich dafür da, um containerbasierte Anwendungen zu orchestrieren. Also, weil sobald man nämlich mehrere Software in Containern verpackt und die müssen untereinander kommunizieren, wird das Ganze mit der einfachen Infrastruktur von Docker dann doch vielleicht ein bisschen komplizierter. Und es gab vor kurzem mal bei Twitter eine Frage, wie kann man Kubernetes in einem Bild oder einem Satz beschreiben? Und ich fand das hier eigentlich sehr treffend. Also man verpackt seine Software in einen Container und dann schickt man sie auf Reisen. Kubernetes kümmert sich um alles, dass es am Ende auch erfolgreich hochgefahren wird und gestartet wird. Der Weg dahin, was da alles zwischendurch passiert, wie Kubernetes sich dazu entscheidet, auf welchen Knoten die Software gestartet werden soll, das kann man ein Stück weit steuern, aber es ist auch ein bisschen Magic mit dabei. Also ist vielleicht nicht immer voll hundertprozentig transparent vielleicht für einen, wenn man jetzt nicht Administrator ist oder so. Übrigens, da oben seht ihr auch gleich so das gängige Kürzel für Kubernetes, was ich jetzt noch in den nächsten Folien auch verwenden würde, dieses K8S. Okay, so, kurz für diejenigen, die überhaupt keine Ahnung oder von der Idee, von dem Prinzip von Kubernetes haben, habe ich mal versucht, das so ein bisschen schematisch darzustellen. Stellt euch vor, wir haben einen WFS-Dienst gebaut und den packen wir jetzt in einen Container und laden wir in unser Registry hoch. In der Regel hat man dann ja seine eigene Docker-Registry in dem eigenen Unternehmen oder Organisation. Und alles, was man jetzt eigentlich nur noch machen muss für Kubernetes, ist darum, eine Konfigurationsdatei zu schreiben, wo man dann sagt, wie oft, in wie vielen Instanzen soll dieser Dienst laufen, was sind die Ports, was ist der Name, nach welchen, wir können dem auch noch Labels geben, sodass wir den später, wenn wir ganz viele Software-Dienste laufen haben in Kubernetes, dass wir die leichter wiederfinden können und so weiter. Also man schreibt darum so eine Konfigurationsdatei, in dem Fall ist so ein Baustein, den Kubernetes da bietet, ist das Deployment. Da kann man dann einfach angeben, das ist der Container, den ich nutzen will, in drei Instanzen und so weiter. Dann schmeißt man das auf seine Serverlandschaft und da läuft dann auch, wenn da drauf Kubernetes läuft, läuft da ein Master. Die ganzen anderen Rechner sind dann die Worker, die Knoten. Und man geht so ein bisschen weg von dem Gedanken, dass man jetzt sich in jedem einzelnen Server kümmern muss und überall verteilen muss, wo welche Software installiert wird. Das macht alles Kubernetes für einen. Also da gibt es so Controller für jeden Baustein, den Kubernetes da hat und sagt dann eben, aha, du willst drei Replicas, na dann ziehe ich dir mal die hoch. Auf welchen Knoten das am Ende landet, wie gesagt, kann man einstellen, aber eigentlich so ein bisschen das Grundprinzip, dass es euch egal sein soll. Also ihr wollt eure ganzen Server, die ihr vielleicht bei euch in Haus habt oder halt auch als Cloud, wollt ihr einfach als Ressource nutzen und ihr wollt jetzt nicht dediziert da jede einzelne Maschine irgendwie genau wissen, was da abgeht. So, und da es jetzt hier natürlich drei Instanzen sein soll, also es wird natürlich dann geholt von Docker, von der eigenen Registry und dann wird die Software da gestartet und dann passiert das noch auf anderen und die Verteilung passiert dann entsprechend dem, wie die Ressourcenauslastung ist auf den einzelnen Knoten, ob es, wenn man in der Cloud ist, natürlich dann auf mehreren Availability Zones aufgeteilt, sodass man immer möglichst so verfügbar ist. Und das ist so das Grundprinzip. Und wenn jetzt ein Knoten ausfällt, ist natürlich das Nette, dass Kubernetes dann erkennt, okay, du hast dann noch zwei Replikas, du willst ja eigentlich drei, also starte ich dir die dritte Instanz dann auf dem Knoten, wo noch Platz ist, wo es noch heil ist und da läuft es dann wieder. Der andere Knoten kann mittlerweile in der Zwischenzeit auch schon wieder hochgefahren sein, aber es ist für uns eigentlich komplett egal. Also, und wir wollen ja einfach nur, dass unsere Software läuft und dem Dienst ist eigentlich letztendlich egal, wo er läuft. Und das ist eigentlich auch so das Grundprinzip am Anfang von Kubernetes gewesen, dass man vor allen Dingen zustandslose Anwendungen wie so Webdienste, die keine Daten speichern, dass man die damit so einfach verwalten kann. Also dass, wenn es auch zum Beispiel mehrere Anfragen gibt, dass dann einfach automatisch die Anzahl an Replikas hochgefahren werden kann. Also meinetwegen, wir haben jetzt eine Geodateninfrastruktur und veröffentlichen jetzt neue Daten und sehen uns auf einmal mit einer Flut von neuen Anfragen gegenüber oder so, dann könnte unsere Infrastruktur jetzt einfach das automatisch abfedern, ohne dass wir da irgendwas für machen müssen. Und dann natürlich auch, sobald die Requests wieder zurückgehen, würde dann das auch wieder ein Scale-In passieren, dass es wieder so zurückgeht, wie man dann eben es benötigt. Das ist eigentlich so das ganz Charmante. Und weil das alles so bequem und alles automatisiert ist, haben sich natürlich die Nutzer irgendwann gedacht, wir wollen eigentlich ja nicht nur zustandslose, sondern auch Datenbankanwendungen auf Kubernetes laufen lassen, was vielleicht am Anfang ein bisschen abenteuerlich war, mittlerweile aber schon deutlich gereift ist. Also es gibt da auch so einen Baustein, der nennt sich Statefulz.
Also man könnte es auch mit einem Deployment machen, aber das Stateful Set ist eigentlich eher so das Gängigere. Und da kann man dann eben auch in den Templates für die einzelnen Container kann man dann eben noch angeben, dass jeder ein sogenanntes Volume anfragen soll. So, und das Gute daran ist, das Volume ist eigentlich getrennt von dem eigentlichen Knoten. Das heißt, wenn ein Knoten über den Jordan geht, dann ist dieses Volume immer noch da. Und sobald der neue Knoten wieder in die Instanz wieder hochgefahren ist, wird der Knoten dann auch wieder gebunden. Also die Daten sind dann nicht verloren aus dieser einen Instanz. Das ist so das Charmante daran. So, man kann jetzt versuchen, dagegen Manifeste zu schreiben. Ist vielleicht aber, dieses Stateful Set ist eigentlich auch ein recht generischer Baustein. Ist halt die API von Kubernetes. Wenn man jetzt ein Database as a Service Produkt bauen möchte, möchte man natürlich, dass die Nutzer möglichst wenig Zeilen an Konfigurationsdateien schreiben müssen. Und Kubernetes bietet zum Glück die Möglichkeit, so eigene Objekte zu definieren, also quasi so Wrapper zu schreiben um bestehende Ressourcen. Und wir haben da in unserem Team sowas gemacht, diesen Mechanismus benutzt. Wir haben so eine PostgreSQL-Ressource definiert, die halt, ja, um einfach einen normalen Cluster hochzufahren, braucht die gar nicht viele Zeilen, diese Konfigurationsdatei, zeige ich euch gleich auch nochmal. Und dann haben wir einen eigenen Controller geschrieben, der eben guckt, sind jetzt alle Instanzen, die der Nutzer gefordert hat, sind die jetzt da gestartet? Und wenn der Nutzer Updates möchte, zum Beispiel die Festplatte vergrößern oder neue Nutzer anlegen und so weiter, dann erkennt das unser Controller auch. Und das sogenannte Operator-Pattern, was wir hier nutzen. Also wenn man ein bisschen sich mit Kubernetes auskennt und Datenbankanwendungen nutzen möchte, mittlerweile sind alle möglichen Datenbankanbieter, haben da ihre eigenen Operator geschrieben. Deswegen heißt unsere Software auch Postgres Operator. Und das Docker-Image, was wir dafür verwenden, das heißt Spilo, das ist, glaube ich, ja, Georgisch für Elefant. Das ist eigentlich, da ist einfach alles reingepackt, die ganze Konfiguration von PostgreSQL, sodass es gleich sofort laufen kann. So, hier seht ihr mal, wie so ein File aussehen kann, so eine Konfigurationsdatei. Ihr seht, es ist nicht viel Zeilen Code. Ihr definiert einfach oben die Ressource, kein PostgreSQL, das ist so das Typische von Kubernetes. Dann sagt ihr, das ist mein Name, es soll zwei Instanzen geben. Ich kann auch nebenbei mal die Übersetzung quasi einbilden. Also es zwei Instanzen heißt, es gibt Master und Replika, zwischen denen auch sofort Streaming da ist. Version 12 wollen wir haben und da kann man halt auch die Datenbanken und den User anlegen und dann auch noch die Größe der Festplatte. Und für uns war es immer wichtig, dass die Nutzer halt nicht immer zu uns laufen müssen, zum Datenbankteam und halt anfragen müssen, wir brauchen eine neue Datenbank, sondern die sollten das einfach selbstständig per Knopfdruck ausführen können. Also mittlerweile müssen die nur noch zu uns rennen, wenn wir halt den Operator bei Ihnen deployen sollen in Ihrem Account, aber die ganzen Datenbanken, das können Sie alles selber erstellen und auch ein Stück weit auch selber monitoren. Also Power to the People, also nicht nur Power zu den Datenbankadministratoren, das ist so das Grundprinzip. Und wenn man diesen Container startet, dann wird da einfach schon sehr viel mitgeliefert. Also ein automatisches Rollen- und Authentifizierungsmanagement ist mit dabei. Das heißt, wir haben zum Beispiel so eine Extension geschrieben, dass die Nutzer, die eigenen Teammitglieder nicht mehr irgendwie mit Datenbankpasswörtern rumfiddeln müssen, sondern dass sie einfach ihr Plattform-Iron-Token nehmen können, womit sie sich auch gegen die AWS-Plattform authentifizieren. Das können sie einfach nehmen und müssen gar nicht irgendwelche Datenbankpasswörter benutzen. Also es funktioniert alles per OAuth. Das heißt, die einzigen Nutzer, die eigentlich klassisch angelegt werden mit Passwort, sind halt die Nutzer, die wir an dem Manifest stehen hat. Was man auch noch machen kann, ist, wir haben recht viele Extensions mit in dem Container mit drin, also die ganzen beliebten, die jetzt gerade auch aktuell sind, Timescale, pgcron, was haben wir noch, pgpartman und natürlich Postgres. Deswegen, darum heißt dieser Vortrag natürlich auch, oder hat es Postgres in dem Titel. Also man kann auch Postgres-Extensions in gemanagten Datenbanken auf Kubernetes anlegen. Und es gibt sogar so einen Whitelisting-Mechanismus, das wusste ich vorher auch noch nicht, dass auch Nicht-Super-User sich selber Postgres anlegen können. Das ist eigentlich auch ganz gut. Also was mein Hauptziel ist wirklich, das so einfach wie möglich zu machen, ohne möglichst viel Interaktion mit den Datenbank-Administratoren zu haben. Wenn man das bei unserer Infrastruktur hochfährt, hat man auch automatisch Backups mit dabei. Also Mitternacht wird immer Backups gemacht und sonst natürlich kontinuierlich die Protokolldateien, die WAL-Dateien von Postgres werden nach S3 gestreamt und sollte mal ein Server
runterfahren oder nicht erreichbar sein oder so weiter, können wir eine neue Instanz hochfahren und diese die Wahlsegmente, die bis dahin angefallen sind, die können dann wieder von S3 reingestreamt werden. Also das, da nutzen wir dann einfach die Infrastruktur, die dann AWS auch bereitstellt. Und skalieren können wir natürlich durch mehrere Instanzen und die Hochverfügbarkeit, das regelt bei uns Patroni. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon mal gehört habt von diesem Werkzeug, aber mittlerweile ist das so ein bisschen sowas wie der de facto Industriestandard für Hochverfügbarkeit in PostgreSQL, also halt, dass man eine Masterinstanz hat, die halt streamt zu mehreren Replikas und das auch automatisch, wenn irgendwas schiefläuft, ein Failover macht und so weiter. Da gibt es zwar auch andere Lösungen, die so halbautomatisch sind, aber mittlerweile hat dieses automatische Failover einfach sehr viele Fans bekommen und immer mehr Firmen nutzen halt Patroni. Also selbst so ein Schwergewicht wie IBM nutzt es für ihr eigenes Cloud-Offering, sind sie auf Patroni umgestiegen. Und auch Banken und, weiß ich nicht, andere große Unternehmen sind auf Patroni umgestiegen. Gut, was wir auch noch haben, so ein paar Grundlagen im Container, um Monitoring-Lösungen andocken zu können. Also, dass man Views hat, wo die Statistiken von den Abfragen, die alle gemacht worden sind, dass das schön eingebunden werden kann über, weiß ich nicht, Grafana oder Prometheus. Wir haben auch eine eigene Lösung, die wir vielleicht dieses Jahr noch Open Source stellen. Aber wir haben, ja, was wir auch noch haben, ist eine UI, die werdet ihr später noch sehen, um Cluster anzulegen, die ist schon Open Source. Und wenn Nutzer vielleicht, wenn irgendwas schief geht und Nutzer wollen die Logs von PostgreSQL angucken, dann binden wir die über Foreign Data Wrapper in die Datenbank ein, sodass sie von der Datenbank aus abfragbar sind. Also wieder, dass sie uns halt nicht belästigen müssen. So, hier sind nochmal die drei wichtigen Projekte, die wir eigentlich als Open Source Projekte zur Verfügung stellen. Patroni ist eigentlich so das beliebteste. Spilo ist im Grunde genommen halt nur das Docker-Image, wo alles drin steckt und was wir dann auf Kubernetes hochfahren. Und Postgres Operator, das ist jetzt dieser unser Controller, den wir geschrieben haben, der auf diese Veränderung von den PostgreSQL-Ressourcen horcht. So, und jetzt versuche ich das Ganze mal in einer Demo darzustellen. Ich habe jetzt auch gar nicht mehr so viel Zeit, sehe ich, aber das müsste eigentlich gehen, indem ich sage. So, ich weiß jetzt nicht genau, ob man das so gut erkennt. Ich gucke nochmal in den Livestream. Ah, der hängt leider noch ein bisschen hinterher. Also, was ich jetzt hier erstmal mache, ist, das jetzt hier auf Kommandozeile. Ich habe jetzt hier bei mir lokal ein sogenanntes Mini-Cube gestartet. Das ist ein Kubernetes in einer virtuellen Maschine. Das eignet sich ganz gut, um um mal ein bisschen Feeling für Kubernetes zu bekommen, wie es sich eigentlich anfühlt. So, ich sehe jetzt hier, ist bisher noch nicht, läuft noch nicht so viel drin, nur die Kubernetes API ist verfügbar und ich kann jetzt einfach mal das Operator Deployment starten. So. Und ihr seht ihr jetzt, da läuft jetzt schon der Operator, der horcht jetzt, ob da irgendwelche Manifeste erstellt werden. Ich kann auch noch eine die UI mit hinzufügen. Es ist ein bisschen klein, sehe ich. Ich kann das jetzt habe ich das hier auch mal im Livestream. Jetzt kann ich es vielleicht ein bisschen vergrößern. Ja, und ihr seht, ich befinde mich hier im Master-Verzeichnis von dem Repository. Okay, so, jetzt könnte ich mal, ich mache den Port Forward mal hier auf der. Ich mache mal ein Port Forwarding von dem UI-Pod. Und mache nochmal ein Sharing. Also hier könnt ihr jetzt die UI sehen. Also wenn ich jetzt hier einen neuen Datenbankcluster anlegen will, also so können Teams bei uns das auch machen. Legen sich jetzt zum Beispiel eine Postgres-Datenbank an, sagen ja Postgres Version 12 natürlich, ich möchte zwei Instanzen haben, also ein bisschen hoch verfügbar sein. Das Volume machen wir jetzt mal nicht so groß.
Als User geben wir Foskes-User an. Database ist auch Foskes mit dem Owner Foskes-User. Und jetzt konnte man links schon sehen, dass sich da so ein Manifest Beispiel auch aufbaut. Also jetzt könnten die Nutzer das nehmen und sagen, ja, ich nehme jetzt mal diese Manifest-Datei und binde sie in GitHub ein und tue das Ganze in eine Deploy-Pipeline, damit das alles automatisiert ist. Im Produktivbetrieb ist es bei uns auch so gefordert, dass man das so machen muss, aber jetzt könnte ich hier einfach mal in dieser UI auf den Create-Button drücken und ja, jetzt wird ein neuer Passlos-Cluster für mich erstellt. Und das Ganze ist eigentlich auch ziemlich schnell fertig. Also in einer Minute ist es eigentlich in der Regel gegessen. Ich kann mir hier auch die Logs anzeigen lassen, falls irgendwas schief geht. Das ist jetzt einfach die Kubernetes-Logs, wo dann steht, Stateful Set wurde erstellt. Jetzt warte ich eigentlich nur noch darauf, dass meine beiden Instanzen hochgefahren sind. So, jetzt ist es auch schon fertig. Und hier unten steht dann auch die Adresse, worüber man es erreichen kann. So, ich switch jetzt nochmal auf die Anwendung. Ich hoffe, dass es nicht zu großen Komplikationen da kommt in der Anzeige. So. Und jetzt könnte ich mal kubectl get pods, das sind so diese Grundbefehle. Dieses kubectl ist halt dieses Command-Line-Tool. Und ihr seht jetzt hier, ich habe meine beiden Instanzen, Master Replica. Ich kann noch mal in eine Instanz hineingehen. Zum Beispiel bin ich jetzt hier in dem, man kann das alles halbwegs gut erkennen. Also ich bin jetzt hier in der Replika-Instanz drin, sehe jetzt hier, okay, mein Foskes-User wurde angelegt. Ich kann auch wenn ich jetzt hier zum Beispiel sage, okay, Postgres-Version ist noch nicht hinzugefügt. Also Postgres-Version ist noch nicht da, natürlich. So, ich gehe dann mal raus aus der Instanz und gehe mal in den Master rein. Und verbinde mich jetzt mal mit der Foskes-Datenbank. Sage Create Extension. So, jetzt ist sie da. Wir raus aus der Datenbank. Gehe wieder in mein Replika rein. Da habe ich mich natürlich eben gerade nicht mit der korrekten Datenbank verbunden, aber so, das heißt, aber jetzt, wenn ich das ausführe, also die Änderung, die ich gerade im Master gemacht habe, wurde jetzt schon repliziert auf das Replika. So. Was man auch noch zur Verfügung hat, ist hier dieses so ein Patroni-Command-Line-Tool, Patroni-CTL-List. Da sehe ich dann zum Beispiel auch, okay, was ist gerade die Leader-Instanz, was ist die was ist Replika, was ist der Follower. Kann ich auch einfach alles, hierüber könnte ich auch einen Switch-Over machen. Ich mache jetzt mal einen Wechsel über, also ich töte jetzt einfach mal meine Master-Instanz, um euch mal zu zeigen, also Delete, und dann den Lead-Pod. Und jetzt lösche ich mal meinen Asset Foskes 0 Master. Das ist eigentlich zwar, also wenn da dieser Delete-Befehl kommt, ist das natürlich immer noch ein nettes Shutdown. Das heißt, Foskes kriegt das Signal, der Failover kann alles zur rechten Zeit erfolgen und so weiter. Und wenn ich mir jetzt die Pods anzeigen lasse, seht ihr jetzt hier, okay, der Asset Foskes 1 ist jetzt schon der neue Master geworden. Das zweite fährt gerade noch hoch, aber so, jetzt füge ich das nochmal aus und sehe ich schon, okay, das zweite hat jetzt auch schon das Replika-Label bekommen. Also das war jetzt einfach mal eine kurze Vorführung, Hochverfügbarkeit in PostgreSQL. Ihr seht, das ist eigentlich mit diesem Setup ziemlich leicht zu machen. So, jetzt bin ich auch schon ein bisschen über der Zeit. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Ich bin aber auch schon eigentlich so gut wie am Ende von der von meinem eigentlichen Vortrag.
Vielleicht noch so die Frage jetzt für diejenigen, die noch nie was mit Kubernetes gemacht haben, sich jetzt fragen, ist das jetzt eigentlich schwer? Wie lange dauert das, bis ich da reinkomme? Wer schon mal mit Docker gearbeitet hat, dem wird das jetzt vielleicht alles ein bisschen vertraut gewesen sein mit diesem exec und was gibt's noch? Logbefehle und so weiter. Also das ist, da gibt es schon gewisse Analogien. So die Grundbausteine von Kubernetes ist auch eigentlich, finde ich, recht überschaubar. Es ist letztendlich, was man alles konfigurieren kann, das macht das Ganze eigentlich ziemlich komplex. Und ja, aber man kann es lokal, so wie ich eben gerade, ich habe es einfach bei mir auf Minikube getestet und da kriegt man eigentlich schon ein ganz gutes Feeling zu. Wer ein bisschen was lernen möchte über Kubernetes, das Buch fand ich eigentlich ziemlich gut, weil es alle Ressourcen wirklich sehr im Detail erklärt. Und ja, ich würde allerdings warten, bis die zweite Edition rauskommt. Das soll irgendwann in diesem Jahr der Fall sein. Also vielleicht noch ein bisschen warten oder mich anschreiben. Und ja, und jetzt vielleicht noch die allerletzte Frage. Brauche ich das überhaupt als kleines Unternehmen und als kleine Organisation? Ja, ich glaube, wenn man es tatsächlich selber betreiben möchte, weiß ich nicht, ob der Aufwand dann nicht doch zu hoch ist. Also wir haben, wie gesagt, wir betreiben das on top of AWS und wir haben dafür ein komplett eigenes Team, was das macht. Also damit auch die neuesten Versionen für Kubernetes schneller verfügbar sind. Ich glaube, das Kubernetes-Offering von Amazon ist nach wie vor bei Version 1.14 und wir sind irgendwie schon fast bei 1.18 oder so. Ja, also die Frage ist auch noch, was kann dabei alles schiefgehen? Das klingt jetzt alles toll, wenn das alles automatisierbar ist und so weiter. Man braucht eigentlich gar nicht mehr so groß die Administratoren. Die sollte man natürlich schon noch irgendwie mit im Boot haben, damit sie vielleicht auch mal die eigenen Instanzen inspizieren können. Es gibt auch Vorträge von uns zu dem, was alles in Kubernetes schiefgehen kann. Kubernetes Failure Stories habe ich hier auch mal verlinkt. Und ja, wer nicht Kubernetes nutzen möchte, ist okay. Unsere Tools sind vielleicht ein bisschen stark sehr auch auf AWS und auch auf Kubernetes ausgerichtet, weil wir das halt eben produktiv einsetzen. Aber man sollte sich vielleicht einfach mal Spilo angucken, wenn man an Hochverfügbarkeit mit Postgres interessiert ist. Es gibt aber auch ein eigenes Patroni-Offering, glaube ich, was man nutzen könnte. Aber ja, das war es eigentlich auch schon. So, nur 10 Minuten drüber. Also hier seht ihr nochmal den Link zu den Slides. Und ja, mal gucken, ich weiß nicht, wie wir das jetzt hier machen mit den Fragen. Herr Felix, vielen Dank. Ich lasse eine kurze Frage zu. Okay. Es gibt keine Frage zu deinem Vortrag. Das kommt uns jetzt zeitlich etwas entgegen. Felix, nochmal vielen Dank, auch dass das jetzt alles so gut geklappt hat. Tschüss. Ich danke euch, ja, ich danke der Technik. Dem Team dahinter. Gute Heimreise.